Jussi Laxo an der Seitenlinie. Und mit den Muppets starten wir in diese Partie rein. Bennett Hund, 7 von 9 hat Carroll damals getroffen im Sommer. Wieder das gute Anspiel von Westermann auf Galen Smith und diesmal mit Foul verwandelt Bennett Hund. Im Land der Großen, da wird es natürlich dann happig. Gegen Smith, klappt erstmal nicht und dann der Fastbreak. Steal von Carroll und der Fastbreak läuft über den US-Amerikaner und der schöne Fingerroll für Jeffrey Carroll. 5 Punkte schon für ihn. Childress mit Black Durchstecker. Die Defense ist das große Problem bei den Heidelbergern. Und vielleicht die Möglichkeit zum Fastbreak. Kesselow 2-1. Und wieder der Block von hinten. Den Heidelberger mit Akeem Vargas, der aufs Feld kam. Carroll. Schön, wieder der Pass sofort zurück auf Würzner. Nice Einwurfplay. Stucky mit Westermann. Und wieder das schöne Anspiel auf Murray Boyles. Passt nicht 100% sauber. Oduro gegen Zipser, das wäre ein Mismatch. Spaschett macht's alleine, wunderschön abgelegt. Hoch am Brett. Der Heidelberger. Und wir versuchen natürlich reinzuhören. Bei Jonas ist, müssen mehr aufs Inside-Out auch dann natürlich dann gehen. Und heute schöner Pass nach unten und dann Korb. Und das ist natürlich ein bisschen gefährlich da von Stucky, was er macht. Muss sich erstmal selber schützen, sonst kriegt er vielleicht das Knie ins Gesicht. Das ist jetzt nicht unterirdisch, aber die Kreis haben wir deutlich besser mit 10 von 16. Neo Westermann, dritter Dreier, jawohl! Der Crossover, Bennett Hund, jetzt hat der Kim Zicker gegen sich. Whaley muss den nehmen, trifft ihn! Isaiah Whaley, der Big Man, mit einem wichtigen Treffer zum Ende. Also das Who is Who des europäischen Basketballs. Und Lassisi. Weiter! Spielen jetzt eine aggressivere Defense. Kommen weiter raus. Der Switch, Black, schöner Ableger. Und Galen Smith mit Foul. Wunderschön, Stucky auf Black und der sofort lässt den aus der Mitteldistanz liegen, Coleman gegen Wolf. Und das ist der nächste Steal und das ist kompromisslos. James Murray Boyles. Und dann schauen wir mal, was sie da für einen Einwurfplay aufgezeichnet haben. Wieder der Bauerntrick, Morris Stucky auf Anspiel von Leo Westermann. Westermann im Pick and Roll mit Smith, wartet lang, schön, gut gemacht, der Slender. Westermann, Durchstecker, kommt er vorbei, der Ball auf Whaley. Das ist Hund auf Whaley, Whaley and one. Und Carroll feiert das. 6 Punkte die Führung für die Gäste, die bislang nur in der Fremde gewinnen konnten, in Tübingen. Und das ist schön gespielt auf Barbie Black. Und dann wieder Kesselow, hat da einigermaßen Zeit, Zipser. Es ist kein Foul, es ist gute Defense von Oduro. Und dann Cook mit dem Fake und dem Korbleger, schön gemacht, Kesselow ins Leere laufen lassen. Wird nur ein Slipscreen. Nochmal Rescreen. Jetzt haben sie Zipser fast angespielt und der Stil. Leo Westermann, nächster Fastbreak. Wieder Keandre Cook. Sache, die gerade hier funktioniert für das Team von Jussi Laxo. Westermann offensiv rebound. Wieder No-Look-Pass. Wieder der Treffer. 17 Punkte auch von ihm mittlerweile. 6 Rebounds, 2. Und dann die nächsten 2 Punkte von Leo Westermann. 7 Assists wollte ich noch hinzufügen, aber die 2 Punkte nehmen wir natürlich mit. Jeffrey Carroll, kann er mal wieder einen auflegen? Jawohl. Bester Mann mit 19.
wieder Kessel und wieder gegen Murray Bowles. Der Stil von Stucky. Und dann geht schnell über Black, der aber abdreht, weil Whaley vor ihm steht. Das ist schlecht gemacht. Das fällt den Heidelbergern ein. Der Skip passt rüber auf Carroll. Step back. Carroll! Ob er sich von allen dann immer reinreden lassen wird. Die Beine gar nicht reinreden lassen mit Foul. Murray Bowles, sondern diese Hinweise. Und das war wieder ein super Einwurfplay von der Baseline. Wunderbar, Coleman unterm Korb gefunden. And one. DeAndre Cook, viertes Foul. Alle nachschauen, wie er langläuft. Und dann Bennett Hund. Vielleicht ist er auch aus dem Play ausgegangen. Und lässt sich in die Karten schauen. Childress. Guter Hopstep in die Zone. So einen Wurf bekommst du immer mal wieder. Leo Westermann. Wieder der Dish auf Smith. Ein Fake, zwei Fake. Wunderschön gemacht. Zipser beißt an beim Köder. Können wieder ausgleichen. Vielleicht sogar in Führung gehen, Fragezeichen. Wenn er den Dreier trifft. Er trifft ihn. Coleman wieder mit der Führung. Sie wollen einfach nur ein bisschen Zeit von der Shotclock nehmen. Jetzt haben sie das Mismatch unterm Korb. Das nutzen sie nicht. Sie nehmen den Dreier und treffen ihn. Leo Westermann. No-Look-Pass. Wunderschön. Was ist das für ein Zucker? Leo Westermann mit dem nächsten Foul. Auch er jetzt bei drei. Stucky mit dem Drive. Und der nachgesetzte Galen Smith. Das sind Coleman, der Mann des vierten Viertels. Ist das der nächste Treffer? Jawohl! Coleman! Bennett Hund mit dem Steal, Lassisi mit dem Slam Dunk. Und wenn er sich da hochzieht, muss er aufpassen. Ist bei Black. Und dann wieder Murray Bowles. Nächster Treffer, diesmal. Das ist wieder Childress. Die zwei Punkte geben sie ihm. Und dann gibt es nochmal. Klar, der Frust ist groß. Bei den Kreilsheimern. Aber ich finde, sie haben eine richtig tolle Partie gemacht.